Endbug-Simulator. Quasi. Sobald sich das Rechteck grün färbt, ist der Auflieger richtig geparkt und ausgerichtet. Dieses Spiel kommt es übrigens auch an, ein bisschen zu überlegen. Später, wenn wir so unseren Führerschein geschafft haben, dann uns auf die Straße gelassen werden, tun wir dann auch so 2 bis 3 Hänger einpacken. Und zwar in so einer Stellfläche, dass man da mal ein bisschen überlegen muss, wie man reinfährt, welchen LKW, welchen Auflieger man zuerst nimmt und wie man ihn umlenkt. Ja, das war die ersten Aufgaben, das waren wie gewohnt die einfachste sein und fange ich mal an.
selbst noch was hören. Ich bin schon am Hochfall. So, so weit ist es hier. Ganz langsam muss ich schauen. Bisschen weit links und jetzt. So weit wie ich stecken rein von wollte, bin ich nicht schon gefahren. Egal, gehen wir zur nächsten Aufgabe. Die da sein wird. Übe das Verbinden des Aufliegers mit einer Zugmaschine komplett im Trailer an und parken ihn auf dem markierten Stepp, also ist quasi den Nähe, wenn wir da einparken, bevor wir der Fall ist. Also, eigentlich ganz simpel. Folge der Anweisung an der oberen linken Ecke deines Bildschirms. Jetzt geht das los. Linken oberen Ecke. Komplett den erfundenen Auflieger an. Machen wir komplett. Zwar mit. Wenn wir es noch ein Stückchen einhängen. Leibplanke. Zack. Okay, jetzt war ich präzise genug. Und drücke T anzukoppeln, jetzt werden wir noch gerade reinfahren. Naja, sieht aus wie ein Schalke. Sieht etwa aus wie ein Schalke. Er ist aber ein bisschen zu weit. Rechts gefahren. Hier schiebt sich der Einhorn dran. Und jetzt geht es quasi die Parklitte rein. Schiebchen weiter vor. Geht doch eigentlich. Auf zur nächsten Aufgabe. Rüber zur nächsten Aufgabe. So, jetzt wird's lustig. Übe die Rückwärtsfahren zum Stellplatz. Lerne dabei einzuschätzen, wie sich der Auflieger beim Rückwärtsfahren verhalten wird. Okay. Ich versuch's jetzt mal mit Inboard-Kamera und dem Rückspiegel. Und dann werde ich, wenn das nicht klappt, dann werde ich die Methode von außen benutzen. So, jetzt frag mich bitte nicht, wo dieser komische Stellplatz ist. Es ist gerade kein... Ach, da, also... Oh Mann. Ich sehe auch nichts, ey. Okay, das ist so schief. Ach, die Typen hier, wenn man kommt, die reden noch ein. Ich glaube, das ist gerade. Oh, das wird gerade. Das ist mein Rückspiegel, ja. Merke. Also das gucken wir uns mal auf der Allsäge an, wie ich das mit dem Rückspiegel gemacht habe. Dann haben wir das mal rausgefahren hier. So. Ich werde jetzt langsam, jetzt kommt diese knifflige Stelle. Etwas. Ah, das. Ja, da bin ich wieder zu weit. Ach, ich bin jetzt immer noch vor. Da bin ich etwas zu weit hinten. Blut, eigentlich. Etwas rangiert hier. Ich rangiert. Richtig gerade reingefahren. Naja, da ist was geworden. Also. So,
schätze mal, also ein bis zwei Aufgaben schaffen wir noch und dann habe ich das mal kurz und schätze, wenn ich bei 15 Minuten angekommen. So. Versuche parallel zu fahren und so ein paar Schätze, dieses irgendwie man nennt, nicht so ungefähr, dass es dir gelingt. Das ist bestimmt mal brauchen. Ja, ich werde es brauchen, aber diesmal nehme ich die aus dem Kran und tue den Rückspiegel wegmachen, weil das ist mir jetzt hier. Das ist mir jetzt mit Rückspiegel hier ein bisschen zu schwierig. Also mit Inboard-Kamera und Rückspiegel. Das ist etwas zu schwierig. Du hast 5 Aufgaben miteinander erfolgreich abgeschlossen. Okay. Komm schon mal zurück. Hallo. 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 E-Mail, Call und das. Also eine Aufgabe. Schaut mal nach und da brauche ich jetzt mal wieder einen kurzen Schnitt. Jo, das Ganze hier geht nochmal versuchen zu fahren, auf der Fahrerseite einzuparken, da dran den Spiegel zu benutzen. Meine Spiegel werde ich nicht benutzen, weil mir das mit Input-Kamera zu schwer ist, aber später, wenn ich LKW-Fahrer mal rein werde oder bin, wird eigentlich nicht funktionieren. Weil so einen riesen Fortschritt werde ich einfach nicht fahren. Ich bin ja so ein Klee-20-Kamera gemacht. Aber naja. Ich könnte ja auch nicht sagen, dass ich hier unbedingt Rückspiegel so brauche. Ey, ich stehe doch jetzt nicht wieder drin. Wollt ihr mich verarschen? Naja. So, jetzt noch eine Aufgabe und dann erstmal. Schlussfreund, meine Lieblingsaufgabe. In dieser letzten Aufgabe musst du alles, was du bisher gelernt hast, aufbringen, indem du deine Aufliegerrückhalte in eine simulierte Ladelampe einpasst. Also quasi haben wir dann unseren, nach dieser Übung haben wir dann quasi unseren Führerschein geschafft. Natürlich jetzt wieder einschätzen können, ja, wann wir wie reinfahren müssen. Das hätte ich jetzt mal versucht, das macht diese möglich zu machen. So. Das ist ein bisschen eng. Na, der ist nicht schlimm. Das ist doch nix hier. So, vielleicht klappt hier so. So, so. Auf Kurs ist mal die Teil da nicht mitnehmen. So, vielleicht mal vorwärts rangieren. Vorwärts kann einlegen. LKW richtig gerade machen. Zeig mal jetzt Platz 2. Perfekt. Führerschein bestanden. Jo. Wir sind bei fast 15 Minuten angekommen. Ich mache das mal an dieser Stelle. Ich gehe jetzt mal aus. Mache an dieser Stelle einen kurzen Schnitt. Wir sind jetzt bei der Angiergrundlage. Alles steht wieder. Bis dann. Ciao.